Was ist ein Menschenleben wert? Was ist das Leben eines Kindes wert? Alles? Nichts? Es ist wohl die krasseste Frage, die man sich selbst und anderen stellen kann. Und heute möchte ich dir die Geschichte der kleinen Sümme erzählen. Und die Geschichte von Menschen und einem Unternehmen, die diese Frage für sich selbst und andere schon beantwortet haben. Es ist eine Geschichte von Hoffnungslosigkeit und von Hoffnung in der Hoffnungslosigkeit. Von Tapferkeit, von Mut. Und von einem Kampf gegen Giganten. Es ist eine Geschichte über die Pharmaindustrie, über ihre Preisschilder, die manchmal über Leben und Tod entscheiden können. Und all diese Dinge kombinieren sich im Leben einer Vierjährigen, die an einer richtig schweren Krankheit leidet und schon bald eine sehr dringende Behandlung braucht, bevor es zu spät ist. Denn die vierjährige Sümmeje leidet an SMA Typ 1. Das heißt ausgeschrieben spinale Muskelatrophie und ist im Endeffekt eine muskuläre Erkrankung, bei der sich das Muskelgewebe immer weiter abbaut. 1 von 10.000 Kindern haben bei der Geburt SMA und nur die wenigsten leben bis zum 2. Lebensjahr. Im Kern ist SMA eine Schädigung der sogenannten Motoneuronen, die das Muskelwachstum und die Muskelbewegungen steuern und dadurch eben nicht nur das Muskelgewebe außen, was wir eben so haben, schädigen, sondern eben auch die Organe, wie zum Beispiel auch das Herz, die Verdauung oder die Atmung. Typ 1 SMA tritt bei Babys vor dem 6. Lebensmonat auf und ist besonders tückisch, wenn er mich fragt, weil es eben die Entwicklung der Kinder komplett sabotiert, weil neurologisch, im Kopf fehlt den Kindern nichts, aber körperlich können sie sich nicht entwickeln. Sie können den Kopf nicht heben. Sie können sich nicht richtig hinsetzen, sie können sich nicht selber hinsetzen, sie lernen nicht zu krabbeln, nicht zu laufen und sterben meistens eben an Lungenversagen vor dem 2. Lebensjahr. Gerade dann eben, wenn das Leben eigentlich losgeht, wenn sie anfangen zu spielen, wenn sie anfangen zu laufen, wenn sie anfangen zu reden. Doch inzwischen gibt es so ein kleines Licht der Hoffnung für viele Familien in der Dunkelheit. Schaut mal hier. Als erster Patient in Deutschland hat er es bekommen, der kleine Michael. Der Einjährige leidet unter spinaler Muskelatrophie Typ 1, eine seltene Erbkrankheit, die unbehandelt zum Tod führt. Die gute Nachricht vorweg, Michael ist gerettet. Der Tag der Infusion, ein Moment, den Mama Marina nicht vergisst. Aber dann die letzten Tropfen drin waren, war das für uns, für mich und für meinen Mann einfach unbeschreiblich. Jetzt Valeria kann Kopf halten, ja, super. Sie kann stehen mit Unterstützung, sie kann sitzen ohne Unterstützung, sie isst selber, sie trinkt selber, sie ganz normal Kind. Das wäre natürlich ohne die Therapie nicht möglich gewesen. Dann würde ich zum jetzigen Zeitpunkt definitiv erwarten, dass die Valeria 24 Stunden am Tag beatmet ist. Erste Stehversuche. Papa, das gesehen. Alleine vorwärts kommen. Die dreijährige Hanna lernt endlich das, was andere Kinder schon viel früher können. Guck mal. Mach das toll. Und ganz offen gesagt, ist das nicht großartig? Und ich mache da keinen Hehl daraus. Mich berührt das selber ganz schön, weil ich habe selber 2 kleine Kinder und deswegen freue ich mich einfach so für Hanna, Valeria oder auch Michael, dass sie einfach Kinder sein können und dass sie eben nicht ihr Leben so früh beendet bekommen. Und das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Und da könntet ihr jetzt natürlich sagen, ja, warum führst du dich denn da so auf? Ist doch alles gut, oder? Nun, ja und nein. Und ja, wer den Kanal kennt, weiß, dass es da halt immer einen Haken gibt. Und das ist in diesem Fall eben das Wundermedikament selbst, das eine Gentherapie ist mit dem Namen Zolgensma. Das stellt der Novartis-Konzern her und hat laut dem Bundesverband der Krankenkassen, BKK, ein Preisschild in Deutschland von 2,26 Millionen Euro und ist damit das teuerste Medikament der Welt. Seit der Zulassung in Europa 2020 verhandeln zwar die Krankenkassen immer wieder auch mit dem Novartis-Konzern und versuchen den Preis ein bisschen zu drücken und sind da sicherlich auch mit erfolgreich. Aber am Ende bleibt halt doch stehen, dass sie halt höchstens den Preis unter 2 Millionen Euro pro Behandlung drücken. Wir haben einen Kostenvoranschlag vom Krankenhaus Homburg, 1,689 Millionen Euro. 89% hat die Kampagne bereits erreicht. Ja. Die Frau, die ihr nämlich da gerade gesehen und gehört habt,
ist Katharina Karia und sie hilft in Deutschland der kleinen Symmee den Kampf zu führen, um eine Behandlung mit Zolgensma zu bekommen. Das Problem jedoch ist, dass die Familie für Symmee diese 1,7 Millionen Euro Behandlungskosten selbst auftreiben muss, weil Symmee lebt in der Türkei. Und dort gibt es zwar seit 2012 sowas wie eine allgemeine Krankenversicherung, aber es ist ziemlich schwierig, in der Türkei da wirklich ein System zu finden. Auf der anderen Seite ist eine Behandlung mit Zolgensma in der Türkei eh nicht erwünscht, denn es ist eine Gentherapie. Und damit haben die türkischen Behörden eben scheinbar ein kleines Problem. Woher das kommt, schwer zu sagen, ist jetzt nicht das Thema für dieses Video, aber man könnte natürlich schon sagen, dass es vielleicht so ein bisschen an dieser theokratischen Staatsführung liegt, die Erdogan der Türkei übergestülpt hat. Aber wie gehabt, ich will da jetzt nicht so tief eintauchen in das Thema, weil es nicht das Thema des heutigen Videos ist. Was ich dazu nur sagen möchte, es ist für so ein wunderschönes und tolles Land wie die Türkei eine Schande, dass jemand wie Erdogan es regiert. Nein, in der Türkei muss man das, also man möchte, dass das Medikament an sich ist ja schon dort nicht zugelassen. Die möchten dort in die Genetik nicht eingreifen. So wird das dort gesagt. Es gibt auch dort keine Krankenversicherung. In dem Sinne, man ist dort Selbstzahler. Wenn eine Familie diese Diagnose erhält, sind wir natürlich erstmal wie von aus allen Wolken gerissen, wissen nicht mehr weiter und sind auf sich selbst gestellt. Aber selbst wenn man in Deutschland lebt, ist das keine Garantie dafür, dass man eine Zolgensma-Therapie einfach so bekommt. Das ist trotzdem ein massiver Kampf für die Familien und oft mit ganz schön medialen Kampagnen und Druck verbunden. Für unseren Michael sind alle Nationen, alle Generationen aufgestanden, aber auch verschiedene Länder, Deutschland, Schweiz, Österreich, Russland, alle haben für ihn gekämpft. Und somit kämpfen wir auch für die anderen Kinder. Mit diesem Video geht die Familie an die Öffentlichkeit. Wir wollen jetzt handeln. Aus eigener Kraft kann sie es nicht schaffen. Sie ist auf unser aller Hilfe angewiesen. Bitte helft Hannah. Für Hannah kann es das gesamte Leben verändern. Der Schritt in die Öffentlichkeit zeigt Wirkung. Im Stern-TV-Studio berichten Jasmin Christoffersen und Fabian Kühn, dass sich die Krankenkasse gemeldet hat. Es ist zwar inzwischen seit besser geworden in Deutschland, gerade seit der Zulassung 2020, aber noch immer tun sich eben Eltern schwer, entweder bei der Finanzierung, bei der Anerkennung oder halt auch dann am Schluss, um behandelnde Ärzte zu finden. Denn viele Kliniken schrecken auch vor Zolgensma ein bisschen zurück, seitdem zwei Todesfälle von Kindern bekannt wurden, die auf Zolgensma zurückzuführen sind, die nach der Behandlung an akutem Leberversagen verstorben sind. Und als das 2022 bekannt wurde, stürzten sich natürlich die Medien mit großem Interesse auf Novartis und sein teuerstes Medikament der Welt. Und Novartis äußerte sich dann zu allen Medienanfragen so. Nach zwei Todesfällen in jüngster Zeit und in Übereinstimmung mit den Gesundheitsbehörden werden wir die Kennzeichnung aktualisieren, um darauf hinzuweisen, dass über tödliches akutes Leberversagen berichtet wurde. Ja, abgebrüht, oder? Genauso wie das Novartis auf dem durchaus hohen Preisschild für Zolgensma besteht, obwohl sie in den zwei Jahren, seit es in Europa zugelassen ist, über 2 Milliarden Euro damit verdient haben. Weil Novartis sagt eben, der Preis ist gerechtfertigt, weil es im Langzeit Kosten vom Gesundheitssystem nimmt, wenn man die Kinder damit behandelt, weil eben Langzeitbehandlungen und so weiter und so fort dann nicht mehr in dieser Form notwendig sein werden. Es ist sicherlich zu einem gewissen Grad richtig, aber trotzdem eine richtig beschissene Nachricht, genau für all diejenigen, die in irgendeiner Form halt dann trotzdem diese gewaltigen Summen aufbringen müssen. In Deutschland haben, Stand heute 2023, viele Familien sicherlich Glück, weil die Krankenkassen oft diese Behandlungskosten inzwischen übernehmen. Manchmal muss man sie ein bisschen treten und ein bisschen triezen oder verklagen, aber oft läuft das dann. Wenn du in der Türkei lebst und für dein Kind eine Behandlung brauchst, weil es sonst stirbt, dann bist du jedoch wirklich verlassen und sehr, sehr darauf angewiesen, dass dir Menschen helfen. Ja, wir können wirklich dankbar sein, dass wir in einem Land leben. Ich höre so viele, die immer meckern und schimpfen. Wir haben eine Krankenversicherung, unsere Kinder werden gut behandelt, versorgt. Wir leben in einem Land, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja, hier herrschen keine Kriege, wir haben zu essen. Wir sollen wirklich dankbar sein. Und hier für dieses kleine Mädchen zählt wirklich jeder Euro.
weil sie wird sonst leider von uns gehen irgendwann. Ja, das ist uns leider viel zu selten bewusst, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ich meine, wir machen das gerne. Wir blicken immer so ein bisschen von oben drauf. Über Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten auf Geschehnisse, auf Entwicklungen oder eben auf solche Geschichten auch ganz gerne. Weil sie nämlich uns erlauben, Einzelschicksale zu ignorieren. Das sollten wir aber nicht immer tun. Und Einzelschicksale sind trotzdem wichtig, weil sie eine Geschichte erzählen. Eine wichtige Geschichte, aus der wir lernen können. Und mal ganz ehrlich, wenn du ein Kind hast und es ist krank, dann setzt du Himmel und Hölle in Bewegung, dass es wieder gesund wird. Koste es, was es wolle. Du machst alles. Und wenn das bedeutet, dass du 2 Millionen Euro einsammeln gehen musst, dann machst du zum Teufel auch das. Der Papa arbeitet auf der Baustelle, die Mama 24/7 im Einsatz, um die Kleine zu pflegen. Es gibt noch 2 weitere Geschwister, Töchter, die haben das Gendefekt Gott sei Dank nicht. Aber man weiß selber, wie anstrengend sowas ist in der Pflege. Und der Papa muss versuchen, die Familie auch noch über Wasser zu halten. Dort gibt es auch kein Jobcenter oder sowas, was da mal der Hartz-IV-Satz oder so zahlt. Also sie sind komplett auf sich alleine gestellt, auf Spenden angewiesen. Ja, das ist nicht so wie hier, dass wir gehen und wir bekommen dann Überbrückungsgeld oder Bürgergeld oder Krankengeld. Das gibt es dort alles nicht. Okay. Der Papa, wie ist gesagt, macht auch Spendenstände in der Türkei und ist verzweifelt. Also die Hand in Hand, sage ich immer, müssen wir versuchen. Es geht hier um Menschenleben. Es ist kein Spaß. Ich habe selber auch 4 Kinder. Alle unsere Helferinnen sind herzensgute Menschen. Wir arbeiten auch und wir geben unsere Freizeit, wirklich unser letztes Hemd für dieses kleine Mädchen, dass sie gerettet werden kann. Doch die Uhr tickt. Die Spendensammlung für Simeje muss durch rechtliche Vorgaben in der Türkei am 20. Dezember 2023 das Geld eingetrieben haben. Oder es ist leider offen, ob die Familie nochmal eine Chance bekommt, weiter zu sammeln. Schwierig, also wir versuchen ja, eine dritte Genehmigung zu kriegen, aber es ist fast unmöglich. Es ist sehr schwer. Weil das dauert auch viel zu lange. Die Bürokratie dort unten ist nicht wie hier jetzt. Beschweren sich auch viele. Das dauert ewig. Ja, man ist halt wirklich unter Strom, immer unter Gas, ne? Aber ich sag ja, Nächstenliebe, das ist ganz, ganz wichtig. Nächstenliebe. Ja, ein spannendes Thema, wenn wir mal ehrlich sind. Und sicherlich ein ganz gutes Stichwort zur Vorweihnachtszeit. Wenn du das ganze Interview übrigens mit Katharina Karia hören willst, das gibt es hier auf dem Kanal natürlich zur Transparenz und zur, ja, für wenn es euch interessiert, zum Nachhören. Das sind ja hier nur Ausschnitte. Schaut da gerne also auch mal rein, wenn es euch interessiert und wenn ihr die ganze Geschichte zumindest von ihrer Seite nochmal ein bisschen intensiver und ausführlicher hören wollt. Aber es endet ein bisschen abrupt, das Ganze aus technischen Geschichten heraus. Deswegen, aber bis dahin, es ist ein gutes Interview. Sehr, sehr spannend. Ich habe es gerne geführt. Hört da gerne mal rein. Und natürlich, wenn du der Familie, wenn du Simeje helfen willst, die fehlenden 15% für eine Zolgensma-Behandlung in Deutschland aufzutreiben, dann kannst du natürlich auch spenden. Das Ganze läuft in Deutschland über den First Care e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Da läuft alles sauber, das Konto ist auch safe und ist zweckgebunden. Und da kommt die Familie auch nicht so einfach ran. Es geht also wirklich darum, die Finanzierung dieser Behandlung sicherzustellen. Und das Ganze hat eben das Ablaufdatum 20. Dezember 2023. Also, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr Nächstenliebe zeigen wollt, hier hättet ihr eine gute Chance. Und natürlich bekommt ihr dann auch eine Spendenquittung, wenn ihr das wollt. Wobei, kleiner steuerlicher Hinweis, das Finanzamt akzeptiert auch einen Überweisungsbeleg bei unter 300 Euro. Aber natürlich könnt ihr euch eine Spendenquittung ausstellen lassen. Da freut sich natürlich das Finanzamt noch viel mehr, wenn ihr sowas vorlegen könnt. Was bleibt, ist aber jetzt die Erkenntnis, dass es Konzerne gibt auf dieser Welt, die das Leben eines Menschen sehr genau beziffern können und wissen, wie viel das wert ist. Und sagen, naja, ob jetzt ein 2-jähriges Kind, ein 4-jähriges Kind sterben muss oder nicht, das sollte den Leuten schon mal 2 Millionen wert sein. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde es heftig, ehrlich gesagt. Zwar müssen diese Pharmakonzerne auch Geld verdienen, aber irgendwo muss doch moralisch auch eine Grenze sein, oder? Aber wir als Menschen müssen das ja jetzt nicht einfach so dastehen lassen, sondern wir können zumindest aktiv werden, wir können helfen, wir können uns zusammenschließen, weil mit einer Masse gemeinsam erreichen wir immer mehr. Und einem Kind
ein Leben schenken oder die Chance auf ein Leben zu schenken, finde ich jetzt ein nicht ganz unehrenhaftes Unterfangen. In diesem Sinne, bleibt wie ihr seid. Bleibt untot. Danke fürs Zuschauen. Und bitte, wenn ihr nicht spenden könnt, wenn ihr spenden wollt oder schon gespendet habt, dann teilt doch gerne dieses Video und teilt die Homepage. Sprecht über das Thema. Erzählt die Geschichte von Symmee und von Zolgensma in Deutschland und Europa. Von der Gier der Pharmakonzerne. Und was ein Leben eines Kindes für manche wohl wert ist. Und helft dabei, Reichweite aufzubauen. Helft dabei, gehört zu werden. Weil, wie wir heute gelernt haben, nur öffentlicher Druck kann manchmal wirklich was bewegen. In dem Sinne, vielen Dank für eure Hilfe. In diesem Sinne, danke für eure Hilfe. Bis bald. Euer Wolfi.